Wenn Porsche von einem erfolgreichen Modell eine neue Generation vorstellt, können die Fans in der Regel mehr Leistung erwarten. Doch das alleine und der markantere optische Auftritt machen die inzwischen dritte Auflage des Boxsters nicht aus. Der 2,7 Liter Basismotor leistet nun 265 PS, das 3,4 Liter Triebwerk kommt aktuell auf 315. Dank einer neuen Leichtbaukarosserie hat der neue Boxster gegenüber seinem Vorgänger 35 Kilogramm abgespeckt. Das klingt erst einmal nicht bedeutend, macht sich in der Praxis aber sofort bemerkbar. Der neue Boxster wird dadurch leichtfüßiger und setzt schnelle Kurskorrekturen direkter um. Die vordere Spur ist zudem um 4 cm breiter geworden, die hintere um einen. Das Prospekt weist für den Basis-Boxster folgende Fahrleistungen aus. 0 auf 100 in 5,8 Sekunden und 265 km/h Höchstgeschwindigkeit. Für den Boxster S für den Standardsport 5,1 Sekunden und 279 km/h. Werden beide mit dem Porsche Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, verbessert sich die Beschleunigung um eine Zehntelsekunde. Netter Nebeneffekt der neuen Motorengenerationen und des geringeren Gewichts ist ein um 15% niedrigerer Verbrauch. Auch wenn das bei einem Boxster nicht wirklich ein Kaufargument sein dürfte, die Werte der Vollständigkeit halber. Der 265 PS Motor kommt bestenfalls mit 7,7 Liter aus, das 315 PS Triebwerk mit 8 Liter. Ein Wert, der bei einem Sportwagen die wohl höchste Aussagekraft haben dürfte, ist die Zeit für eine schnelle Runde auf der Nürburgring-Nordschleife. Und da kann der neue Boxster die Latte schon ein Stück höher legen. Mit einem routinierten Fahrer hinter dem Steuer kann er die Nordschleife in 7 Minuten und 58 Sekunden bezwingen.